Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu MXGP 2, das offizielle Motocross Videogame. Und wir laden gerade rein hier in Assen. Und wir versuchen uns gleich mal hier auf der Strecke mit dem Qualifying. Und gleichzeitig eine kleine Einführungsrunde für mich, dass ich mich ein bisschen auf die Strecke wieder einschießen kann und generell auf die Steuerung. Uiuiui, sorry, Lupino. Ja, Ride 2 und Mafia 3. Ach, kurz. Geht schon wieder. Bei mir jetzt auch am Start. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade, ob es schon die ersten Parts gegeben hat, aber ich schätze schon. Nur wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, hier kleine Randinfo von mir. Mafia 3 und Ride 2. Also Ride 2 könnte hier vielleicht doch den einen oder anderen auch interessieren. Da sind wir auch Supermoto, glaube ich, dabei, wenn ich da alles täuscht. Also auf jeden Fall Motorrad einmal. Einiges sehr umfangreiches da am Start. Nürburgring und. Könnt ihr dann auch vorbeischauen. Und Mafia 3 natürlich jetzt auch der Klassiker, gerade aktuell. Wer da Lust hat, vorbeizuschauen, jetzt alles bei mir gerade aktuell. Die neuen Spiele am Start. Die, was ich jetzt gerade dann aktuell zocken werde. Und zocke gerade. Also schaut bitte ruhig vorbei bei mir. So, aber hier schauen wir jetzt einmal weiter. Ja, danke für die Info hier. Der Mann auf dem zweiten Platz. Ich weiß, er ist ein Franzose. Man spricht ihn anders aus, so wie, nicht wie ich. Aber erstens kann ich nicht Französisch und ich spreche alle gleich aus. Den Italiener wahrscheinlich, weiß nicht, den... wo haben wir es denn? Jetzt haben wir gar keinen dabei, oder? Den Russen spricht man sich auch anders aus, den... haben wir nicht über einen Belgier oder irgendwas gehabt, oder nicht einen Belgier, einen Rumänen? Und was weiß ich was alles, der spricht man alles wahrscheinlich irgendwie extra eigen aus. Aber ja, ist mir klar, dass man den anders ausspricht, aber ja. Für mich bleibt Paulin auf seiner Honda. Fertig. Aber danke für die Info. Aber das wusste ich schon. Auch wenn ich es nicht kann, aber ich weiß, dass man anderen ausspricht. So. Das ist aber nicht wichtig. Wichtig ist jetzt das erste Rennen. So, Pole Position. Ja, da sind wir jetzt ein bisschen im Bild. Wunderbar. Ja, zu einem jetzt der... eines der letzten Rennen. Wir nähern uns schon langsam auch hier. Saisonende mit unserer KTM. Aber auch hier... durch jetzt Mafia und Ride ein bisschen fokussiere. Verzeih mir da gleich im Vorhinein vielleicht die eine oder andere Verzögerung vielleicht hier bei MX. Aber wir fahren hier definitiv mal die KTM fertig. Und dann wird vielleicht auch, machen wir auch wieder saisonbedingt ein bisschen Pause, eine Woche oder so ungefähr, dass wir alle ein bisschen Luft holen können, vor allem ich auch. Und da geht es selbstverständlich weiter. Da werden wir uns ja irgendein Privatteam mal holen. Was Honda sind wir noch nicht gefahren, glaube ich. Yamaha sind wir auch noch nicht gefahren. Ich will mal alle Marken durch. TM haben wir natürlich auch gesagt. Die haben wir auch noch. Die sind da ein bisschen schwächer. Aber das werden wir uns trotzdem mal antun in dem Sinne. Eine Saison in der TM, mit der TM natürlich, keine Frage. So, knapp aber doch sind wir vor Max Nagel.
Das ist schon mal gut. Oh, da ist er innen. Ja, die Strecke ist nicht so einfach. Also nicht so einfach. Einfach ist eigentlich schon. Die KI ist da nicht so langsam. Ist eigentlich ganz gut eingestellt. Oh, Gott sei Dank kein Spawn gehabt. So, jetzt probieren wir mal hier ein... Ja, aber nicht so eine gute Idee. Gleich wieder zurück. Ja, ich weiß ja, warum ich keinen mache. Ich weiß ja, warum ich keinen mache. Weil immer irgendwas... Ich weiß nicht. Gehen wir mal in die Mitte. So einen leichten... Ja, muss ich auch gleichzeitig ein bisschen üben noch. Aber der eine oder andere will natürlich auch den Scrub sehen. Mal schauen wir den einen Sprung, wenn ich wieder darauf denke. Na, schönes Eck hier unten durch, ja. Ja, Fright 2 freue ich mich jetzt auch schon. Scheint doch ganz gut auszusehen. Vergleicht dann zum 1er. Doch einige Verbesserungen. Nürburgring dabei und so. Imola, ein paar coole Strecken. Da werden wir sicher den einen oder anderen... Da werden wir sicher den einen oder anderen Badhuar raushauen und spielen und bringen. Wo es jetzt keine Karriere in dem Sinne gibt. Also das werde ich sicher nicht ewig spielen. MX im Prinzip MotoGP und Formel 1 sind meine drei Jahresprojekte, die ich eigentlich durchspielen will. Solange die Einschaltquoten stimmen natürlich. Wobei MotoGP definitiv. Und Formel 1 im Prinzip eigentlich auch. Also egal wie viele Zuschauer da sind. Aber seitdem ich den Kanal habe, ist da oder sind da die... ist da das Interesse am größten. Aber MX läuft auch top, also da bedanke ich mich bei euch natürlich. Deswegen werden wir das auch, wenn ihr da so weiter gut dabei seid und so interessiert seid, werden wir das natürlich auch über das ganze Jahr weiter spielen. Bis, puh, ja, keine Ahnung, ob es nächstes Jahr wieder ein MXGP 3 gibt oder ob es das erst in 2-3 Jahren gibt, keine Ahnung. Aber solange ihr Bock drauf habt, werden wir das weiterspielen. Kein Thema. Wunderbar. Und da haben wir schon mal das erste Rennen gewonnen. Das ist schon mal ganz gut. Perfekt. Nagel de Sal. Le Porto Caroli. Wunderbar. Fibre auf der 7. Weiter geht's. Von der Onboard aus. Ich weiß gar nicht, ob wir hier die Kurzübersetzung vielleicht probieren könnte. Ich weiß nicht, bilde es mir nur ein oder ist hier mit der mittleren Übersetzung komme ich da aus der Kurve ein bisschen ruhiger raus. Weil hin und wieder habe ich das Problem, wenn ich dann raus beschleunige aus der Kurve, aber vor allem wenn es dann bergauf auch geht. Aber nicht nur, dass man dann das Motorrad hinten nach links oder nach rechts zieht. Vielleicht, wenn er da die Übersetzung so kurz ist, dass er da irgendwie so dermaßen gleich rauszieht aus der Kurve, dass das irgendwie eben bei mir die Probleme phasenweise bereitet. Das sollte ich mir auch jetzt mal demnächst wieder anschauen. Und der Saal hinten sieht man mit einem Crash. Merken. So jetzt, oder liegt es auch hier an der Strecke? Das kann natürlich auch sein. Ah, Verzeihung. Vor lauter Reden und ja, ich habe Mafia 3 und Ride 2 jetzt im Kopf, was ich jetzt demnächst aufnehmen werde. Oder zumindest mal jetzt die Vorarbeiten machen werde. Toncheck, dass das passt. Soundcheck machen, Aufnahme, also eine Probeaufnahme machen mit Bild und Ton, dass das passt. Deswegen bin ich da jetzt gerade vielleicht ein bisschen nicht ganz bei der Sache, obwohl für das rennt es eigentlich ganz gut. Ich mache sogar hier unten dann einen Scrub. Auch geil.
Ja, aber Ride 2 habe ich gesehen. Ich weiß ja nicht, ob es da nicht sogar onboard geiler ist zum Fahren. Vor allem mit den ganzen verschiedenen Dashboards und ganz verschiedene Cockpits in dem Sinne von den Motorrädern, das sind mir auch ganz geil. Da werde ich mindestens auch ein bisschen switchen, ich muss mal anschauen. Aber das schaut dort onboard auch ganz geil aus. Da kommt ja auch das Speed gleich viel geiler rüber. Und vor allem, das haben sie jetzt eh besser gemacht, dass der Kopf in der Kurve sich mit reinlegt, von der Kameraperspektive aus gesehen, und so ist es fast unmöglich zu fahren, wenn es immer wieder nicht schwindelig, sondern die Kamera bleibt eigentlich gerade, so wie hier im Prinzip. Das ist, ich weiß genau, ob man es optional einstellen kann, aber so kann man onboard fahren, würde ich sagen, so ist es durchaus möglich. Und so macht es auch Spaß. Fibre geht da durch, Freunde. Oh, oh, oh. Okay, der ist gut drauf gerade. Da müssen wir aufpassen jetzt in der letzten Runde hier. Dass wir unseren Sieg nicht hier verlieren. Das ist Caroli Dritter. Aber drei KTMs jetzt im zweiten Lauf mindestens einmal am Podium auch. Ja, noch eine halbe Minute sind wir durch. Wo ist er? Sehr geil. Und noch ein Sieg. Perfekt. Ja, da kommen wir der Meisterschaft auch immer näher. Da sind wir schon Weltmeister. Ich weiß nicht. Ich fahre so viele verschiedene Meisterschaften und Dinger und überhaupt. So. Bernie Baum vor Romain Fibre. Pauline, so heißt er für mich. Ich weiß, man spricht ihn anders aus. Ja, Caroli, Streber, Simpson, Nagel, alles klar. Was sagt das in der WM aus? Hier sind ja mal die Punkte, da haben wir abgestaubt. Caroli noch vor Fibre, immerhin zweimal KTM hier, Doppelführung in der WM, sehr geil. Ja, ansonsten keine gröberen Verschiebungen, aber Fibre ist jetzt Caroli, glaube ich, oder? Ist jetzt im Näherkommen, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hat Caroli vorgehabt. Aber ich glaube, war nicht dramatisch. Auf jeden Fall sind wir noch vorne. Wunderbar. So, was kommt als nächstes? Ich weiß nur, Glenn Hayden ist, glaube ich, die letzte, oder? Nächstes Rennen. Leon, aber ich glaube Leon und dann, glaube ich, ja, dann sollte man noch zwei haben. Die werde ich hoffentlich jetzt noch hinkriegen, neben Mafia und Riot, irgendwie. Einzelspieler MX Grand Prix. Strecke. Schauen wir da nur kurz rein. Ascent, genau, Leon und dann noch Glenn Hayden. Gut. Zwei haben wir noch mit der KTM. Zwei haben wir noch mit der KTM. Für dieses Mal sage ich mal recht herzlichen Dank. Und ja, wir sehen uns noch zweimal. Aber verzeiht mir, falls wir da nicht so schnell jetzt wieder drauf sind, wie gesagt, Mafia und Ride jetzt einmal am Start und dann noch kommt wieder noch WRC 6 losgehen, also das wird sehr eng jetzt mit dem Zeitplan. Da muss ich ein bisschen Gas geben und dann vielleicht die eine oder andere extra Schicht beim Aufnehmen dann einlegen. ja, aber da schaue ich, dass ich zumindest bis spätestens nächste Woche die Saison hier mal fertig bringe, irgendwie. Wann auch immer. Jetzt am Wochenende wird keine Luft sein, aber jetzt Leon hoffe ich, dass ich spätestens Dienstag, Mittwoch hoffentlich irgendwie hinkriege. Hoffentlich. Aber keine Sorge, ihr werdet sehen, es kommt.
dann die letzte Strecke noch die nächste Woche. Und dann machen wir mal eine kleine Pause und dann schauen wir, welches Privatteam wir uns nehmen. In diesem Sinne, liebe Motocross-Freunde, recht herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Kommentieren immer. Auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt an jeden vielleicht antworte, ich probiere es immer wieder. Entweder übersehe ich es dann, keine Ahnung, oder ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, die meisten Sachen habe ich eh zurückgeschrieben auch. Ansonsten trotzdem an alle, danke. Und wir sehen uns beim nächsten Grand Prix dann. Oder vielleicht sogar bei Ride oder Mafia, wer Bock hat. Gut, bis dann, danke und ciao, ciao.